Was geht ab, Leute? Erster voller Tag in Bangkok. Ich konnte mich gestern endlich ein bisschen ausschlafen. Heute mache ich meine Routine, die ich immer hier in Bangkok gemacht habe, als ich letztes Mal hier war. Und zwar nach meiner Morgenroutine bin ich immer zu 7-Eleven gegangen und habe mir geholt ein Americano mit 2 Espresso-Shots auf Eis. Das getrunken, Gehirnzellen frittiert, zum Arbeiten richtig geek sein. Und ja, Bro, das mache ich jetzt. Meine Morgenroutine gerade ist ein bisschen ein Joke. Ich wache immer auf und dann bin ich erstmal am Handy im Bett. So 20 Minuten und ich mache meine ganzen Nachrichten, meine Telegram-Nachrichten, meine WhatsApp-Nachrichten, meine E-Mails, Mietvertrag unterschreiben, all dieser Bullshit, den ich vom Handy machen kann, auf den ich eigentlich nicht so Bock habe. Ich weiß, es ist nicht optimal, vielleicht endlich nächste Woche, aber es funktioniert gerade für mich, also mache ich es einfach, genau. You know? Also ich gehe jetzt 7-Eleven, heute wird guter Tag, let's go. Please one Americano. Yeah, 2 shots of espresso. Oh, how many shots is it? 15 baht? Yes. Alright. How many shots is it? 4. Alright. Potongkha. Right? How you say thank you? Potongkha? Potongkha? Yes. Alright. Leute, das ist meine Kreation, wenn der Bangkok kommt. Macht genau diesen Order, ist stabil. Das hier würde ich auf jeden Fall nicht raten zu essen. Thai Leute essen das. Ich habe es noch nie probiert, ich werde es noch nie probieren. Heute werde ich auf jeden Fall später zum Zahnarzt gehen. Dann werde ich wahrscheinlich ein Facial machen. Meine Mutter hat mich früher immer dazu gezwungen. Ich habe es gehasst, aber jetzt denke ich mir, vielleicht wäre es smart, einmal die Unreinheiten ein bisschen zu beseitigen. Dann werde ich Maniküre machen, Pediküre machen. Und jetzt gerade habe ich richtig Bock zu arbeiten, ja, wegen diesem Iced Americano. Deshalb sage ich euch, Leute, ihr braucht viel Koffein und dann habt ihr Bock zu arbeiten. Jetzt würde ich gar nicht gern irgendwas anderes machen, weil ich bin so geeked, gell? Ich habe Bock, irgendwas Produktives zu machen. Also gucke ich meine Liste an. Ich habe eine Liste, wo drauf steht, okay, das sind Sachen, die ich machen muss, wenn ich in dieser Mood bin, okay? Deshalb gucke ich das an, mache diese Sachen, gehe aufs Klo, let's fucking go. Leute, eine weitere Sache, die ich zuerst vergessen habe bei meiner Morgenroutine, ist, erstens sage ich, du Handy-Chain gerade, you know? Es ist nicht optimal, kein Plan. Aber zweitens, ich fülle meinen Tracker aus jeden Tag. Das heißt, ich tracke den Tag davor, welche Sachen sind mir wichtig zu machen. Habe ich einen Vlog gemacht? Habe ich das gemacht? Wie viel Cash habe ich collected? Wie viel das? Wie viel das? Dadurch, dass ich jeden Tag die Zahlen tracke, sehe ich, ob es wirklich nach oben geht. Und ich sehe auch, was wirklich miteinander zu tun hat. Ja? Zum Beispiel, wenn ich mehr von dem mache, passiert dann mehr von dem. Ja? Das heißt, es ist ganz wichtig, die Sachen zu tracken, jeden Tag. Und ich bin dann auch irgendwie motiviert in der Früh und ich erinnere mich, welche Sachen ich wirklich machen soll, welche Sachen mir wirklich wichtig sind. Und dann kann ich meinen Tag wirklich mit dieser Motivation angehen, you know? Ein Tipp, den ich euch geben kann, Leute, ist, wenn ihr irgendwas arbeitet, zum Beispiel, ich habe gerade geeditet, ihr macht irgendeine Computerarbeit, macht immer, wenn ihr eine Pause machen wollt, Push-Ups. Ja, anstatt, dass ihr scrollt oder sowas, sagt, okay, ich mache jetzt 20 Push-Ups, 30, je nachdem, wie viele ihr könnt. Zum Beispiel, bevor ich nach Bangkok gekommen bin, konnte ich nur 25 Push-Ups machen. Und ich habe dann hier begonnen, die ganze Zeit in den Pausen Push-Ups zu machen. Dann konnte ich 50. Mittlerweile mache ich immer 60 Stück. Ja? Weil irgendwann wird diese Menge, die ihr immer macht, einfach sein. Und dann müsst ihr euch im Kopf weiter pushen. Okay, jetzt mache ich 10 mehr. Und es wird echt schwierig sein. Aber dann habt ihr eine neue Baseline. Und dann macht ihr das eine Woche und dann könnt ihr wieder mehr. Und es hilft einfach, in Shape zu bleiben. Selbst wenn nicht so viel Gym geht. Das hilft extrem. Ich war nicht so viel Gym die letzte Zeit. Aber ich bin trotzdem gut in Shape. Besser als früher. Weil ich das immer mache. Und weil ich mich einfach gut ernähre. Übrigens heute jeden Tag, wenn ich aufstehe, ist auf meinem Handy Instagram gelöscht. Das heißt, auch wenn ich Handy chill in der Früh im Bett, ich gucke nicht Instagram. Ich mache nur Telegram und WhatsApp und E-Mail, okay? Instagram lade ich erst runter, später am Tag, so um 16 Uhr, 16, 17 Uhr. Und so komme ich nicht in Versuchung, die ganze Zeit Handy zu chillen. Ja? Sonst würde ich die ganze Zeit Handy chillen. Und ja, ich würde mich einfach schlecht fühlen und ich hätte nicht so viel Energie. Und ich wollte es jetzt sogar runterladen und ich dachte so, ach, ich muss die DMs checken, kurz. Aber ich konnte mich irgendwie nicht einloggen. Deshalb denke ich mir, okay, nice, passt. Erst so nach dem Zahnarzt hole ich mir wieder Instagram. Wahrscheinlich, wenn ich Pediküre bekomme, you know. Bisschen DM checken, let's go. Also Leute, ich war jetzt circa eine halbe Stunde beim Zahnarzt, hatte diese Mundreinigung und in Dubai hat sie mir das angeboten für 500 Euro und hier hat es jetzt 60 Euro gekostet. Ich mache gleich noch nächste Woche Teeth Whitening und es kostet dann 200 Euro, genau. Aber es ist auf jeden Fall hier besser als in Dubai. War auch professionell, war auch stabil. Jetzt gehe ich Maniküre, Pediküre machen.
Also Leute, ich bin jetzt zurück von Maniküre, Pediküre, das hat so 20 Euro gekostet. Ich habe 25 gegeben, weil sie haben einfach so einen Doku-Service gemacht, mir einen Tee gebracht und so einen Scheiß. War schon sehr nice Experience, ja. Und der Grund, warum ich das überhaupt mache, ist, ich weiß noch, früher war ich manchmal mit meiner Mutter, weil sie wollte immer in so High-End-Restaurants gehen und sowas. Sie hat das einfach extrem gerne. Und ich wollte nicht so gern hin, weil immer wenn ich dort war, habe ich mich extrem out of place gefühlt, ja. Ich dachte immer, ich bin nicht so gut angezogen wie die anderen Leute. Meine Frisur war nicht so gut, ja. Ich hatte nicht die Seiten so perfekt. Ich habe mich nicht wohl gefühlt, wenn ich dort war. Ich habe mich immer so gefühlt, als wäre ich irgendwie underdressed. Als würde ich einfach nicht gut genug aussehen für diesen Ort. Und deshalb habe ich es gehasst, dorthin zu gehen. Mittlerweile gehe ich gerne zu diesen Orten, aber mir ist dann einfach wichtig, dass ich ein gutes Outfit anhabe, dass meine Frisur stabil ist. Ja? Das ist das gleiche, wie wenn du zum Beispiel mit einem Mädchen weggehst und sie sieht perfekt aus. Sie ist extrem hübsch, sie hat ein schönes Kleid an, sie ist gut gepflegt und sowas und du hast diesen Dreck unter den Fingernägeln und du fühlst dich dann einfach nicht so gut, weißt du, bist so, weil irgendwie ist es nicht richtig, weißt du, und deshalb finde ich, es ist extrem sinnvoll, auf so eine Pflege einfach zu schauen, weil ich habe jetzt auch gerade keine Nagelschere, die gut geht, deshalb habe ich das gemacht, you know? Weil ich gehe gerne jetzt in solche Orte, wo einfach Leute sind, die mehr Cash haben, weil wenn du etwas Teures verkaufen willst, musst du auch wissen, wie es sich anfühlt, so eine Experience zu bekommen, die sehr teuer ist, ja, und dann weißt du das, okay, dann weißt du, auf welche Details geachtet wird, ja, und selbst wenn du noch keinen Cash machst, empfehle ich dir, geh an Orte, wo du Leute siehst, die viel Cash ausgeben, ja, wie zum Beispiel High-End-Restaurants, nicht High-End-Restaurants, aber High-End-Hotel-Lobbys und so ein Scheiß, setz dich einfach hin, bestell dir einen Kaffee und genieß, ja, und arbeite einfach an dieser Sache, die du machst, und du wirst diese Energie fühlen, es ist eine andere Energie, aber du wirst sie nicht gut fühlen, wenn du nicht gepflegt bist, wenn du nicht gut aussiehst. Also schau, dass du gut aussiehst, deine Frisur ist stabil, ja. Mach die Seiten, mach dir einfach ein Mitfeld, wenn du nicht weißt, welche Frisur du machen sollst. Ne? Und dann wirst du dich gut fühlen in diesen Orten und dann wirst du automatisch mehr Cash machen. Es ist ein High ROI Investment. Das ist Financial Advice. Ich verspreche es, Leute. Jetzt chill ich noch ein bisschen hier auf der Terrasse. Ich lade den Vlog hoch von gestern. Das ist auch ein Grund, warum ich dieses Teeth Whitening mache, weil du fühlst dich einfach besser. Wenn du merkst, du hast ein bisschen gelbe Zähne, hast du keinen Bock überhaupt zu lächeln. Weißt du, es gibt einfach solche Sachen, Bro. Es ist einfach gut, auf seine Pflege zu achten. Früher, und ich sag's nur, für manche ist es obvious, aber ich habe früher extrem drauf geschissen. Und ich merke, wie viel besser das Leben wird, wenn du es machst, ja. Was Girls betrifft, was Network betrifft, ja, andere Leute. Leute behandeln dich direkt anders. Der erste Satz, den Leute zu dir sagen, ist so ein Unterschied, wenn du gepflegt bist, wenn du gut aussiehst, wie wenn du nicht gepflegt bist. Ja, früher habe ich drauf geschissen, mittlerweile mache ich es und ich merke wirklich den Unterschied. Also achte darauf, Leute, scheiß nicht auf diesen Aspekt. Leute, weil das, was ich zuerst bestellt habe, so scheiße geschmeckt hat, gehe ich jetzt noch zu M-Sphere. Das ist so ein Ort, wo es sehr viele Restaurants gibt. Treffen Homie. Er macht OnlyFans-Management, er ist so das Gegenteil von dem Bro, mit dem ich gestern war. Er ist sehr fokussiert auf Weggehen in Bangkok. Er möchte die krassesten Spots kennen und sowas, mit Leuten viel unterwegs sein. Das heißt, ich treffe jetzt ihn, mal schauen, was bei ihm geht. Er ist aus Italien, ist auch hier seit 3 Monaten, wohnt jetzt auch long-term hier. Ja, mal schauen, vielleicht schauen wir noch irgendwo hin. Ruhig, wir morgen nämlich viel arbeiten am Freedom Max in Community und so ein Scheiß. Deshalb werde ich nicht zu crazy gehen oder sowas. Aber genau, wir essen was, dann gucken wir, was wir machen. Jetzt bei Khao San Road, also wahrscheinlich der größte Lowlife-Platz, den es gibt in Bangkok, aber fuck it. Wir dachten, wir checken es einfach einmal aus, gehen hierher, gehen nicht zu crazy. Auf jeden Fall, Leute, diese Gegend hier, Khao San Road, gefällt mir jetzt nicht wirklich. Ich weiß, ich war einmal hier, so 10 Minuten, als ich nach Bangkok gekommen bin, weil ich habe immer gehört von Khao San Road, ich dachte, es ist sick. Und ich war 10 Minuten, ich dachte mir, das ist so ein Bullshit, aber egal, wir checken es noch einmal aus. Und dann werdet ihr auch sehen, wie das eigentlich ist, weil jeder auf YouTube redet so von Khao San, Khao San, man soll dort wohnen. Ich dachte zuerst, ich hole mir dort ein Airbnb. When I came to Bangkok, I wanted to get an Airbnb in Khao San Road, because I thought it's like the most famous place. I'm so happy I didn't go here. Aber ja, Leute, ich zeige euch das jetzt. Have you been ping pong show? No, bro. No? But I heard about it. Also Leute, hier habt ihr Khao San Road, wenn ihr Menschenmengen liebt, strenge Gerüche, nicht so viel Geld habt, ist das perfekt für euch. Checkt es aus.
gerade gar keinen Bock mehr auf hier. Aber ich habe gerade ein paar Girls von Instagram. Und eine davon ist unbedingt noch ein Single-Freund von mir. Deshalb werde ich jetzt Leo vorstellen. Let's go. Also, um ehrlich zu sein, ich war echt positiv überrascht von diesem Club. Die Musik ist eigentlich ziemlich stabil. Die Leute da drin sind stabil, großteils Thai-Leute. How you like the club, bro? Crazy girls inside. Basically, ich habe die beiden Girls kennengelernt auf Bumble und die waren beste Freundinnen. Ich habe mit beiden gematcht. Dann hat mir die eine geschrieben auf Instagram, ja, du hast auch mit meiner Freundin gematcht. Und ich so, ah, for real? Da habe ich nochmal geguckt, dann habe ich die entmatcht, jetzt haben wir sie getroffen. Jetzt ist er mit ihr. Sehr nett, also. Also Leute, es ist der nächste Tag. Erst dachte ich bei dieser Khao San Road wirklich, was zum Fick mache ich hier? Die Musik war schrecklich, es war unglaublich laut, es war super degenerate. Dann mit den Girls war es doch ganz lustig. Und ein großer Unterschied hier in Bangkok zum Beispiel zu Dubai, dieses Girl, als wir in den Club gegangen sind, sie hat direkt ca. 90 Euro bezahlt für die Flasche. Ja, ich wollte am Ende bezahlen und sie sagt so, nein, nein, sie hat schon gezahlt. Sie hat das Taxi dann gezahlt, sie hat heute auch diesen Eis Americano gezahlt. Das heißt, es ist einfach komplett anders wie in Dubai. In Dubai musst du immer sehr viel Geld ausgeben, wenn du irgendwie mit Girls wohin gehst. Und hier ist es wirklich perfekt für Broke Boys. Natürlich gibt es auch diese Girls, diese 200k Follower auf Instagram, IG Model Type Girls, die Fine Dining wollen und so ein Scheiß. Aber die meisten brauchen das nicht. Ja? Die meisten haben nicht so hohe Ansprüche. Deshalb, wenn ihr Broke Boys seid, kommt auf jeden Fall hierher, anstatt nach Dubai, wenn ihr daten wollt, ausgehen wollt und so ein Scheiß. Ich möchte jetzt auf jeden Fall nicht wieder bald dorthin gehen, aber ich möchte noch einmal hingehen, um das für euch wirklich besser zu zeigen, wie der Vibe ist, wenn du dort bist. Es ist so, wenn du als Typ aus Europa dort rumgehst, es ist so ähnlich, als wärst du in Wien ein Model, ein 10 out of 10 Model, so wie dich die anderen Leute anschauen, wie sie dich angrinsen und sowas. Es ist echt lustig. Aber ja, Leute, ich habe Gott sei Dank nicht so viel getrunken, bin nicht wirklich verkatert, habe stabil Wasser getrunken, gestern noch viel Aquapana bestellt. Und arbeite jetzt am Freedom Maxing. Link in Bio, Leute, joint der Freedom Maxing Community. Wir sehen uns drin. Let's fucking go.